Hallo Leute, da bin ich mal wieder. Heute mal wieder eine ganz besondere Location. Ich bin eigentlich auf dem Weg zur Echo Hole und unterwegs habe ich beim Vorbeifahren diesen Tempel entdeckt, der einfach von der Straße schon riesengroß aussah, was er auch ist, was man von hier oben sieht. Und zu meinem Erstaunen ist er komplett verlassen. Also ja, bin bis hoch zu dieser Statue vom Anfang und nirgends irgendjemand zu sehen. Ein Zimmer eines Mönches, also eine Behausung hier, auch leer. Das sieht ja mal, wie kärglich solche Behausungen aussehen, aber er hat zumindest eine eigene Toilette, was auch nicht selbstverständlich ist in solchen Behausungen. Aber das war es dann auch schon. Die Aussicht hier oben natürlich fantastisch. Da hinten ist noch ein chinesischer Tempel. Der war allerdings alles verschlossen und x Hunde rumgerannt. Da bin ich dann mal vorsichtshalber weitergefahren, habe mir aber die Location mal gespeichert. Werde ich vielleicht irgendwann, wenn ich mal wieder auf einer meiner Touren hier unterwegs bin, in dieser Ecke vorbeischauen. Ja, wie gesagt, mein Frühsport habe ich schon hinter mir. Trepp auf, jetzt geht es wieder Trepp ab. Ist eine wirklich sehr, sehr große Anlage mit etlichen Gebäuden, wovon einige verschlossen sind, wie ich gesehen habe. Ein anderes war ich gerade noch drin. Sah wie eine kleine Kammer aus, bis ich tatsächlich den Lichtschalter gefunden habe. Also Strom hat es ja noch. Und da geht es dann doch tatsächlich in zwei Höhlen, die wohl zu manchen Jahreszeiten komplett unter Wasser stehen. Oder zumindest zum Teil. Da zwei Boote drin liegen. Und für was braucht man Boote, wenn kein Wasser da ist? Also der schleift schon zwei kleine Boote in eine Höhle für nichts. Da werden wir jetzt noch mal hingehen. Wie gesagt, ich habe schon einiges zu Fuß hier erkundet und meine Bilder gemacht, aber ich dachte, das muss ich zumindest zum Teil für euch auch noch auf Video festhalten, was ich hier wieder entdeckt habe. Wobei ich den Video, glaube ich, dann auch noch unterteilen werde, weil sonst wird es einfach zu lang und zu viel. Gehen wir noch in die Höhle. Oh, wieder überall Ameisen. Das ist das Ameisen und Moskitos, das übelste Laster hier. Die Ameisen beißen richtig übel. Und wenn es dann in die Dämmerung geht, dann kommen noch die Moskitos. Macht wirklich keinen richtigen Spaß. So, hier war dann der Eingang zur Höhle. Zuerst habe ich ein paar Bilder mit Blitzlicht gemacht und dann habe ich festgestellt, der Strom geht tatsächlich hier. Nicht verschlossen. Klemmt nur etwas. Ach Gott. Ach. Ach, war gerade eben schon so. Keine Ahnung, warum das so glänzt. Alleweil. So. So habe ich es vorgefunden. Und wo ich wieder rausgehen wollte, weil es mir zu dunkel war, habe ich dann tatsächlich den Lichtschalter gefunden. Dann machen wir mal Licht ins Dunkle. Ja. Überall Figuren. Wie immer, und diese bunten Bänder und diverse Steine. Ja, ja, der friedliebende Buddhismus, aber Waffen hinlegen. Werde ich auch nicht verstehen, aber mal schauen, vielleicht erwische ich mal jemand, der mir ein wenig über den Buddhismus erzählen kann. Vielleicht weiß ich dann auch mehr. Und hier geht es dann in die Höhlen. Da muss ich dann nochmal einen extra Lichtschalter betätigen. So, es werde Licht. Und tschups, hinein in den Keller. Überall auch Fledermäuse, hier leider nicht wirklich Licht, das kann man nur erahnen. Aber hier stehen dann einige der Lampen.
Einerseits sieht es künstlich aus, andererseits auch natürlich. Also die Decke sieht natürlich aus, der Boden sehr künstlich natürlich. Und auch hier überall Buddha-Statuen. Was hier rumflattert, sind etliche Fledermäuse. In Deutschland hätte das Geschrei wieder losgehen. Fledermaus-Schonzeit, bla bla. Hier eins der Boote. Und hier wird scheinbar dann weiter ausgebuddelt oder wurde mal ausgebuddelt, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe jetzt auch nichts dazu gefunden, nachdem ich hier angekommen bin und den Ort gegoogelt habe. Drückend hier unten die Luft. Aber trotz allem sehr interessant das Ganze. Immer den Schädel einziehen. Ich laufe inzwischen in solchen Lokalitäten nur noch mit Mütze rum, damit ich mir nicht immer meinen nackten Schädel anklopfe. Was auch schon oft genug passiert ist. Ach, man hört die Fledermäuse, hier wieder ein Boot. Und ihr seht, hier kommt überall das Wurzelwerk von den Bäumen raus, die sich durch den Fels gegraben haben. Ja, hier sind halt, geht es auch noch weiter in diverse Zwischengänge, aber halt ohne Licht ist mir dann doch etwas zu ungeschickt heute. Ich habe zwar eine Taschenlampe, aber die natürlich prompt verpackt, da ich heute von Bangkok aufgebrochen bin Richtung Koh Samui. So, das Licht einmal wieder aus. Hier geht es nochmal in eine Höhle, aber da ist auch keinerlei Licht und mit meiner Handylampe vorhin habe ich auch nicht viel gesehen, also lassen wir das und begeben uns wieder auf den Ausgang. Aber auch wie wir sind, Strom sparen, das Licht wieder aus und wieder zumachen. Hier hängt ein Schloss, also irgendwann war mal scheinbar abgeschlossen. Aber keine Ahnung, warum nicht. Für mich natürlich ideal. So, jetzt muss ich wieder ein wenig laufen. Das war mal der erste Teil. Der zweite folgt dann. Bis später. So, da bin ich wieder. Ich befinde mich jetzt gerade unter einem der Haupttempel. Er sieht mal wieder verschlossen aus und ich habe gedacht, ich komme vielleicht durch den unteren Eingang rein, weil da haben sie vergessen, das Schloss zuzumachen. Aber hier ist leider alles leer. Eine weitere Höhle habe ich noch entdeckt, aber die steht komplett voll mit Wasser. Bin ich glücklicherweise nicht gerade reingelaufen. Sonst hätte ich ein wenig Überschwemmung in den Schuhen gehabt. Hier stehen noch ein paar Utensilien. Muss ich mich wieder durch das enge Tor zwängen. Ach, es geht sogar. Wird das leichter jetzt auf? Ich war gerade eben noch sehr schwer. Dann laufen wir zumindest mal zu dem Tempel hoch. Wie ihr seht, die Anlage ist wirklich riesig. Da hinten noch Tempel. Tempel, Tempel, Tempel. Und hier ist schon zu. Ich guck mal, ob zumindest das Tor aufgeht, dass ich da hochkomme. Müsste theoretisch gehen. Wenn ich den Riegel hier. Passiert da zumindest hoch. Dass man mal näher dran kommt. Kleidung. Dieser Tempel da drüben ist auch leider zu, aber da ist auch das Gitter vorne da noch mit Brettern zusätzlich verschlossen, dass man nicht mal reinschauen kann. Hier habe ich gesehen, hier kann man zumindest reinschauen. Da wollen wir mal zumindest durch die Gitter.
einen Blick hineinwerfen. Wahnsinn, was hier zurückgelassen wurde. So, gehe ich mal näher ran ins Gitter. Der Tümpel von innen. Also genauso farbenprächtig wie alle anderen auch. Aber halt verschlossen. Hier nochmal ein Blick von oben über die Tempelanlage. Wieder mal sehr, sehr merkwürdig. Aber man muss ja nicht alles verstehen, nicht wahr? Vielleicht gibt es doch noch einen Hintereingang, wo man reinkommt. Man weiß ja nie. Probieren geht ja bekanntlich über Studieren. Ach. Hm. Schade, die Tür an sich ist offen, aber nachher von innen dann nochmal verriegelt. Okay, dann halt nicht. Hätte er sein können, wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Noch eine Tür. Gleiches Spiel. Okay, wir gucken jetzt durch die Scheibe. So. Ah, sehr schwer zu erkennen. Okay, der Versuch war es wert. Ich hoffe, der kleine zweite Ausflug hat euch gefallen. Und ich guck mal, was ich noch ein paar Bilder machen kann von hier. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Jetzt bin ich doch noch mal. Ich wollte euch nur zeigen, dass es hier uns auch noch wunderbare Örtlichkeiten gibt. Die Tür werde ich sehr wahrscheinlich aufbekommen, aber so rostig wie die ist, lassen wir das mal. Also abgeschlossen ist sie nicht, wie ihr sehen könnt. Und irgendwie ist das schon ein sehr befremdliches Gefühl, wenn man hier alleine über so eine Riesenanlage läuft. Gut, ich hatte das ja während der Pandemie öfters erlebt, dass ich irgendwo hinkam und es wirklich wie ausgestorben war. Aber die Pandemiezeiten sind ja eigentlich vorbei und trotzdem ist hier nichts. Rein gar nichts. Ab und zu mal ein Hund. Gerade eben kam noch ein Affe auf mich zu, was nicht so witzig war, weil der gleich ziemlich aggressiv war. Aber damit verließen sie ihn dann schon. Also crazy, crazy. Was man nicht so alles findet, wenn man unterwegs ist. Und nicht mit irgendwelchen Routenplanern, sondern einfach frei Schnauze drauf losfahrt und schaut, wo man landet. Beziehungsweise ich hatte ja ein Ziel. Das hier ist natürlich mal wieder ein spezielles Highlight für mich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao.